Blöd. Ja, das klingt jetzt wie ein blöder Witz, aber es ist keiner. Jedenfalls ist alles überhaupt kein Problem. Bloß du musst mir Alibi geben. Wie war das mit deinem goldenen Motto? Mit was? Nie wieder Knast. Ja, genau, wegen meiner Klaustrophobie. Wegen was? Ja, Platzangst. Dann schießt du auf jemanden. Ja, leider, aber sonst hätte der Trottel mich erwischt. Gell. Ja, ja, ist schon gut. Ich will dein Geld nicht. Und in Zukunft will ich weder mit dir noch mit deinen Geschichten was zu tun haben. Eli, geh weiter. Logisch. Wo waren Sie heute Mittag? Essen. Wieso? Und wo waren Sie? Haben Sie Alibi? Was wollen Sie eigentlich von mir? Kommen Sie bitte mal mit. Ende. Und einen Hut aufgehabt, oder? Und eine Sonnenbrille. So. Ja, haben Sie es nicht gesehen? Wo ist Ihr Wagen jetzt? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Gerade wie Sie gekommen sind, wollte ich eine Anzeige aufgeben. Er ist mir nämlich gestohlen worden. Gestohlen? Das fällt Ihnen aber früh ein. Ja. Herr Koch, Sie machen es doch nicht nur schlimmer. Geben Sie es lieber zu. Was denn? Was soll ich denn zugeben? Immerhin hat der junge Mann ein schlechtes Gewissen. Das sieht man doch. Schauen Sie, so schlimm ist es doch auch nicht. Sie wollten halt das Kind nicht verletzen. Aber da fährt man doch nicht davon. Würden Sie bitte ein bisschen zurücktreten. Im Grund ist es doch nur eine Lappalie. Sagen Sie uns, wo Sie den Wagen haben und der Fall ist vorerst erledigt. Ihr Wagen ist gefunden worden. Sie haben ihn einfach in der Müllerstraße stehen lassen. Im absoluten Halteverbot. Das auch noch. Ja. Ja, ich gebe es zu. Ich habe jetzt einen Schreck gekriegt. Wegen was? Was? Ja, wegen dem Kind. Na also, warum nicht gleich? Grüß Gott, mein Name ist Lenz, Kriminalpolizei. Dürfte ich kurz reinkommen? Ja, bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen was anbieten? Nein, nein, danke, vielen Dank. Ich sehe, Sie arbeiten. Schreiben Sie. Ja, ich tippe Manuskripte ab für Studenten und was eben sonst so anfällt. Frau Engel, nur eine Frage. Von wann bis wann war Herr Hartung heute bei Ihnen? Seit ungefähr 10 Uhr bis vorhin, als Ihr Anruf kam. Hat er das nicht gesagt? Doch, wir müssen das nur überprüfen, also rein routinemäßig. Schrecklich, das mit dem Oberst. Kannten Sie den Oberst persönlich? Nein. Herr Hartung hat Sie nie vorgestellt. Schauen Sie, Herr... Lenz. Herr Lenz, Sie würden es ohnehin von anderer Seite erfahren. Man hat Herrn Hartung schlicht verboten, mich in die Villa mitzubringen. Warum? Nach allem, was Herr Hartung mir erzählt hat, glaube ich, dass da eine gewisse Eifersucht mitspielt. Ja, und wer ist da oder war da auf Sie eifersüchtig? Alle drei, glaube ich. Sie wollten Herrn Hartung einfach für sich allein haben. Er ist nicht nur Ihr Fahrer, er ist praktisch...
praktisch Mädchen für alles. Und ich bin ein Störfaktor. Er ist nicht mehr so bequem verfügbar, seitdem ich da bin. Demnach sind Sie noch nicht so lange mit ihm befreundet. Seit ungefähr 3 Jahren. Wir haben uns durch eine Heiratsannonce kennengelernt. Ich erzähle Ihnen das nur, um irgendwelchen dummen Klatsch vorzubeugen. Eigentlich wollte ich nur eine gewisse Sicherheit. Und dann kam er und es wurde Liebe. Ja, eine große Liebe. Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, Herr Lenz. Hans, ich meine, Herr Hartung liebt seinen Beruf. Die vielen schönen Reisen. Ich habe sie in Gedanken alle mitgemacht. Er kann so interessant erzählen. Aber jetzt wird er doch nicht mehr in der Villa wohnen bleiben, oder? Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Frau Engel, vielen Dank. Und entschuldigen Sie meine Neugier. Aber ich bitte Sie, Herr Lenz. Wiederschauen. Ach, Herr Lenz, was ich noch sagen wollte. Wenn in diesem Fall Überstunden anfallen sollten, die sind alle genehmigt. Wo sind denn die anderen? Ja, war ein Geheimnisträger oder was in der Art? Wer? Ja, der Oberst. Warum? Ja, wenn es so wichtig ist. Ganz kalt, Lenz. Darauf kommen Sie nie. Die Witwe ist eine Wittelsbacherin. Ja, eine entfernte Verwandte von König Ludwig II. Und Sie wissen ja, wenn bei uns in Bayern... Au, wenn das der Schneider erfasst. Ja, mein. Grüß Gott, Herr Kriminalrat. Ja, grüß Gott, Herr Schneider. Herr Lenz, ich habe eine Neuigkeit. Ich auch. Der Wagen, den die Haushälterin gesehen hat, gehört einem Jürgen Koch. Die Susanne schaut jetzt gerade noch, ob er irgendwelche Vorstrafen hat. Wer schaut gerade noch? Die Susanne. Die Frau Kriminalassistentin Susanne Kern. Ach so, ja, sehr schön. Und Ihre Neuigkeit? Sagen Sie mal, so wie Sie ausschauen, sind Sie doch sicher König Ludwig-Fan. Ja, freilich. Warum, wie schaue ich denn aus? Ja, wie ein König Ludwig-Fan halt. Also dieser Jürgen Koch ist 26, hat mal eine Jugendstrafe abgesessen wegen Raubüberfall. Aber es kommt noch besser. Er hat mit seinem Wagen einen Unfall verursacht, kurz nach der Tatzeit, in der Nähe der Villa und hat Fahrerflucht begangen. Die Kollegen von der Streife haben ihn aus der Wohnung geholt. Der hat den Unfall bereits zugegeben. Eine Viertelstunde nach Feierabend und schon ist der Fall gelöst, so wie es ausschaut. Sagen Sie mal, haben Sie die Adresse von dem Koch, Susanne? Hier. Und Ihre Neuigkeit vom König Ludwig? Haben ihn doch die Preisen ermordet. Hey, Schneider. Ja, die Frau Oberste ist mit ihm verwandt. Also entfernt jedenfalls. Ja, sauber, sag ich. Gell? Okay. Wie spät ist denn? 16:30. Sag mal, wir rufen die um die Zeit hoch? Ja, Reisinger? Ihren Koch, bitte. Moment. Für dich? Wer ist denn? Ja, weiß ich doch nicht, wem du meine Nummer gegeben hast. Ja? Wenig. Ach, Dieter, servus. Ja, ja, alles klar, wieso? Welcher Autohändler? Ach so, ja du, ich hab mir das anders überlegt. Ich hab's nicht gemacht. Soll dem Arschloch doch keine 10%. Das ist komisch. Es steht aber in der Frühausgabe. Was steht da drin? Dass du Glück gehabt hast. Es ist nur ein Streifschuss. Ich hab ja gewusst, dass du die Nerven verlierst. Musste es sein, dass du gleich losballerst? Ja, leider. Ging nicht anders. Ja, ja. Bloß ein Streifschuss, ich hab's ja gewusst. Du hast mehr Glück als Verstand. Beides darf ich sagen. Glück und Verstand. Wer war denn das am Telefon? Der hat doch Bescheid gewusst. Ja, den kennst du nicht. Ich will wissen, wer das war. Die haben mir den Tipp gegeben. Wenig heißt der. Dieter Wenig. Elli, ich schwöre dir, das war das letzte Mal. Ich hab das doch nur getan, weil ich dich liebe. Wenn du mich liebst, dann bringst du das Geld zurück. Bist narrisch? Ich wollte bloß ein Geschenk machen für unser Restaurant, sonst nix.
Wo ist denn das Geld? Ja, bei mir daheim. Meine 1700 hättest du wenigstens mitbringen können. Denn Sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Woher kennen Sie unseren Tango, Herr Koch? Was? Kriminalpolizei Lenz. Ja, was ist denn schon wieder los? Sie sind festgenommen. Na, Herr Schneider, muss das sein? Und wenn er abhaut? Herr Koch, hauen Sie ab. Herr Schneider, bleib's doch da. Danke, Susanne. Karate müssen wir heute kennen, Herr Koch, gell? Ja, genau. Kalt. Ganz kalt. Eiskalt. Aha. 30.000 ungefähr, nehme ich an. Habe ich recht, Herr Koch? Ja, was fragst du denn, wenn Sie es eh schon wissen? Ja, aber mussten Sie den alten Mann gleich erschießen? Was? Erschießen? Welchen alten Mann? Ja, Oberst von Bredow. Oberst von wo? Von Bredow. Sind denn dem Oberst auch genau 30.000 Mark geklaut worden? Wieso auch? Ich lass mir doch keinen Mord anhängen. Okay. Ich hab den Autohändler überfallen, ich geb's ja zu. Welchen Autohändler? Den in der Adenauer Straße. Das ist gut. Den Autohändler hat er überfallen. Also, das müssen Sie jetzt ganz genau erzählen. Wie haben Sie denn das gemacht? Ich hab mir einen Strumpf über den Kopf gezogen und bin mit der Pistole reingegangen. Ja, und wo ist die Pistole? Die hab ich in die Isar geschmissen. In die Isar hat er's geschmissen. In die Isar. Ihr Wagen wurde zur Tatzeit vor der Villa vom Oberst gesehen. Den hat mir jemand gestohlen, wie ich bei dem Autohändler drin war. Was? Und anschließend haben Sie einen Unfall verursacht, und zwar mit dem Wagen, in dem aber schon der Autodieb saß. Ich meine, wie erklären Sie uns das? Das mit dem Unfall, das war natürlich der andere. Das habe ich doch bloß gesagt, weil ich gedacht habe, das ist ein gutes Alibi. Für den Überfall, verstehen Sie? Also das mit der Autohandlung, Herr Koch, und das mit dem Strumpf und den zweiten 30.000 Mark, das haben Sie hier aus der Zeitung. Und da steht auch, welches Kaliber und welche Waffe. Zufällig identisch mit der Tatwaffe in der Villa. Blödsinn. Ich hab den Autohändler überfallen. Ehrlich. Könnte es nicht sein, dass er erst den Autohändler überfallen hat und dann den Oberst erschossen hat? Bei dem tickt's doch nicht richtig. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben, was? Ist doch mir wurscht. Also, Herr Lenz, schließen Sie den Fall bitte sehr schnell ab, ja? Ich glaube, er war älter. Jedenfalls war er dicker. Ich habe ein Kissen unter dem Mantel gehabt. Er hat genau gewusst, dass der Safe im Wahlschrank ist. Das war jetzt aber dumm, dass Sie das gesagt haben. Das ist nämlich gar nicht in der Zeitung gestanden. Ja, aber das stimmt. Ich habe wirklich gewusst, dass der Safe im Wahlschrank ist. Das ist jetzt ein bisschen spät. Was haben Sie denn gesagt? Wo? Ja, beim Überfall. Was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ja, überlegen Sie, es ist wichtig. Was habe ich gesagt? Das ist ein Überfall, Geld her. Falsch. Ganz falsch. Er hat gesagt, Geld her, schnell, sonst knallt's. Kann sein. Ja? Ah, Faltermeier. Jetzt sagst du ihnen doch endlich, dass ich's war. Ja. Was hätte ich denn sonst für einen Grund, das zuzugeben, Herrschaftszeiten? Sehr schön. Jetzt bringen Sie gleich her. Der Faltermeier hat den Busfahrer ausfindig gemacht. Ist dieser junge Mann gestern Mittag Haltestelle Adenauer Straße in Ihren Bus gesprungen? Erinnern Sie sich an ihn? An ihn? Nein. Ich hab's Ihrem Kollegen schon gesagt. Ich bin ja hinten reingesprungen. Haben Sie es nicht gesehen? Vorhin spielt bei mir die Musik. Jetzt fällt mir noch was ein. Ich habe mich im Bus auf das Kissen draufgesetzt. Und dann habe ich es vergessen. Bei mir ist kein Kissen.